Paju direkt an der Grenze zu Nordkorea. Sonst trainiert hier Südkoreas Nationalmannschaft. Heute trainiert der Deutsche Erich Rutemöller einen Lehrgang für koreanische Trainer, die ihre Profilizenz erwerben wollen. Player hier and crossing. Flanken, dribbeln, flanken. Was ist der Unterschied? Crossing. What is the difference? Bei Rutemöller geht es nie ausschließlich um Taktik. Er arbeitet mit den angehenden Trainern auch an ihrer Mentalität. I don't see the four-line defense. Die sind nur, ich mach's mal ein bisschen überspitzt, sind nur gewohnt zu gehorchen. Und das kann ja nicht dazu führen, dass man innovativ ist, auch im Spiel. Genau diese Kreativität will Rutemöller seinen Schülern vermitteln. Ich habe von ihm gelernt, über Fußball nachzudenken. Es geht nicht nur um Details. Er wirft uns ein Problem zu und wir müssen dann darüber nachdenken. Das hilft uns. Vor seiner Karriere als Ausbilder war er selbst Bundesliga-Trainer bei Hansa Rostock und dem 1. FC Köln. Ab der WM 98 im DFB Trainerstab. Dann wurde er Chefausbilder beim DFB. Trainer wie Bruno Labbadia und Mehmet Scholl gingen bei ihm in die Schule. Rutemöller hat in aller Welt gearbeitet, Nord- und Südkoreaner trainiert. Er weiß, was eine Grenze bedeutet. Jetzt hier an dieser Stelle zu stehen, wo man im Grunde, wo man an Vereinigung denkt, wo man auch gerade als Deutscher gehabt hat mit Vereinigung und Trennung vorher, dass man so irgendwie jetzt das Gefühl hat, Mensch, das kann doch mal wieder klappen, das muss zusammengehören. North Korea, so the unification just took place. Erich Rutemöller ist schon jetzt ein deutscher Fußballbotschafter.